Guten Tag. Mein Name ist Tobias Bußmann von der Swiss PostgreSQL Users Group. Ich möchte Ihnen heute das relationale Datenbanksystem PostgreSQL näher bringen. Mir fällt immer wieder auf, dass viele Nutzer ihren Datenbanksystemen zu wenig zutrauen. Dabei ist das freie Datenbanksystem PostgreSQL wie ein Schweizer Sackmesser. Ein multifunktionales Tool, mit dem immer wieder kreative Lösungen erzielt werden können. Muss ich nicht immer hochhalten, habe das vorbereitet. Der SQL-Standard hat sich in den letzten 20 Jahren erheblich weiterentwickelt. Es sind mächtige neue Features hinzugekommen und PostgreSQL hat sich in dieser Zeit ebenfalls stark weiterentwickelt. Sowohl durch eine treue Umsetzung und Erweiterung des Standards, als auch durch beeindruckende Entwicklungen in Hinsicht auf die Performance und auf Enterprise-Features. Die Popularität von PostgreSQL als Datenbank lässt sich vielleicht ganz gut daran zeigen, dass es mittlerweile auf allen großen Cloud-Diensten auch verfügbar ist. Ich bin kein so großer Fan davon, aber das ist ein anderes Thema. Viele Entwickler beginnen mit allzu simplen CRUD-Modellen oder verwenden objektrelationale Mapper, welche sie künstlich einschränken. Mit steigenden Anforderungen an die Applikation wächst dann häufig der Frust. Applikationsentwickler sollten aber keine falsche Scheu vor eigenem SQL haben und sich diese mächtigen Möglichkeiten frühzeitig erschließen. Dank vielfältiger Unterstützung von Dokumentendatentypen wie XML und JSON lassen sich inzwischen sogar viele typische NoSQL-Workflows bestens mit Postgres realisieren. Und dies unter Beibehaltung der vollen Vorteile des Asset-Paradigmas. Ich bin geneigt zu sagen, eine sauber normalisierte relationale Datenhaltung, deren Integrität durch das Datenbank-Engine selbst sichergestellt wird, ist eine sehr nachhaltige Investition in die Zukunft. Denn der Lifecycle von Daten, und das ist ja das eigentliche Gut in der heutigen Wirtschaft, ist in der Regel deutlich länger als der Lifecycle von den Applikationen, die auf diese Daten zugreifen. Und hier spielt Postgres seine Stärken aus. Es stellt eine leicht erweiterbare Plattform dar, mit der immer wieder neue Anforderungen erfüllt werden können und die Teile der Businesslogik direkt in der Datenbankmaschine umgesetzt werden. Aber auch für große Installationen ist Postgres sehr attraktiv. Hier kommt nicht zuletzt der Wert der freien Software voll zum Tragen, denn es gibt kein Vendor-Login. Stattdessen besteht eine Auswahl zwischen einer Vielzahl von professionellen Anbietern, welche Sie bei der Implementation, der Migration und dem Betrieb von PostgreSQL unterstützen können. Selbstverständlich werden auch Service-Level-Agreements mit garantierten Reaktionszeiten angeboten. Dennoch verursachen Postgres-Installationen in der Regel deutlich geringere Kosten als die der proprietären Platzhirsche am Markt. Ja, abschließend möchte ich Ihnen noch die großartige weltweite Community und natürlich im Speziellen die Swiss PostgreSQL Users Group ans Herz legen. Wir veranstalten eine jährliche Konferenz und regelmäßige Treffen mit Fachvorträgen in der Schweiz. Ich würde mich sehr freuen, einige von Ihnen dort wieder zu begegnen. Wenn Sie Fragen haben, sprechen Sie mich gerne an oder schreiben Sie mir. Sie finden mich auch heute Abend noch bis auf der Hack Night. Vielen Dank.